Willkommen zurück zu Bloodborne. Ich nehme mal einen Schluck von meiner Apfelschorle. Hallo, hallo. Das ist nämlich der Arbeitskollege, von dem ich damals gesprochen habe. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier kurz gucken. Schläft er? Ja, der schläft. Und lass ihn doch schlafen. Ach, was ist das denn da? Der hat einen Das sehe ich jetzt erst. Das Lustige ist, damit zeigen, ich glaube, die Macher von Bloodborne, also die haben sich selber dann halt auch ein bisschen parodiert, weil der Schild ist das billigste überhaupt in dem ganzen Spiel. Du kannst so ein Ding halt auch finden später und dann auch mit so einem Holzschild rumlaufen. Und der Schild, bringt ne? halt. Ja, es gibt nur so einen Holzschild und der ist super scheiße und der bringt überhaupt nichts. Was ist das denn da? Eine generelle Frage, wenn ich. Wenn ich gelockt bin in diesem Lockmodus mit R3, kann ich dann nach. Ach, man kann nach hinten ausweichen. Okay, ich hatte gerade das Gefühl, das ging nicht, aber ich war nur blöd. Ist das der rechts ein Gegner oder ist das nur eine Statue? Das ist nur eine Statue, aber ich würde jetzt nicht mehr einfach nur irgendwo geradeaus blindlings hinlaufen. Ich würde immer um jede Ecke gucken, was passieren könnte. Ich sag einfach gar nichts. Oh nein. Was? Hatte ich der Glockenschlag? Da war eine Glocke, ich muss weg hier. Okay, aber es sind, glaube ich, alle vorbeigelaufen. Manchmal kommen dann nämlich da noch von welche. Ah ne, da stehen noch welche. Ne, dann nicht, das am Start. Aber, wie du siehst, kannst du jetzt eine Abkürzung öffnen. Wo ist das Device hier? Das! Wow! Das war doch ein schweres Rätsel. Ja, alter Schwede. Zum Glück habe ich Abitur. NRW-Abitur. Willst du da mal durchgehen? Was läuft da hinten rum? Ist das... Hat deine Mutter wieder ein Cameo? Ach du Scheiße. Das erinnert mich an diese Ritter in Dark Souls, die ja auch in der ersten Map kommt er hier lang. Ne, der hatte ich nicht gesehen. Oh Gott. Ganz realistische Einschätzung, kann ich den theoretisch töten? Du kannst ihn theoretisch töten, klar. Gib ihm. Ich versuche es. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Ey, ganz, aber will ich jetzt meine 843 Dinger verlieren? Wäre das blöd? Du kannst ja auch wieder okay. gehen. Ja, aber da muss ich da wieder hingehen. Das ist ja dieser Kreislauf, wo ich sowieso nicht schaffe. Ja. Ich kenne mich doch. Aber der gibt viele Blood-Echos auf jeden Fall, der Typ. Du kannst den auch runter. Ach, Jesus, schon mal nicht. Ja, immer kurz bevor er dich treffen würde, sozusagen. Oh. Scheiße, der verteidigt sich ja mit. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Ja, du hast mir ein bisschen zu spät immer getroffen. Da war ich selber im Angriff und kam nicht mehr weg. Jetzt hast du ihn! Jetzt ran! Schnell! Nein, zu spät. Ach. What the f... Willkommen zu Bloodborne! Wie konnte er... Also, er hat so einen One-Kill. Okay, cool. Wäre ich mal... Lieber... müssen. Ja, okay. Aber er hat mich doch... ich war doch, also ich hatte ja noch, er hat mir ja nur ein bisschen abgezogen beim ersten Schlag. Nee, der hatte zwei Drittel oder so. Echt? Der hat zwei Drittel abgezogen. Ich dachte, ich hätte nur wenig verloren, habe ich das falsch gesehen. Und dann dachte ich, Oder du hättest sie halt wiederbekommen müssen, da wäre ja noch diese, ne? Diese orangene Zeit. Ja, oder was Philipp gesagt hat. Mhm, okay. Ja gut, aber ganz im Ernst. Ja, die brauchst du nicht, komm. Ich würde sagen, geh jetzt einfach direkt nach links. Vergiss deine Teile, du wirst eh nicht wiederkommen. Aber ich hab ja nichts zu verlieren, ich versuch's noch einmal. Würde ich auch sagen. That's good. Und nicht vergessen, ganz am Anfang direkt deine Seelen aufsammeln. Dann sind sie safe. Kannst du so oft sterben, wie du willst. Ja, mit deiner Akkuratesse musst du auch noch ein bisschen üben. Aber wie kann ich denn... Ja. Also kann man denn wirklich zielen? Ich schlag doch einfach nur zu und muss doch nur gucken, dass nichts im Weg steht, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, doch. Inwiefern zielen? Ja, also weil Philipp gerade meinte, meine Genauigkeit. Ja, du stehst immer noch ein bisschen weit weg immer. Ach so, okay, alles klar. Der mit der Hake. Was ist das für einer? Der hat eine Hake. Ja. Der hakt Laub. Oh, das sind 6 Stück, sehe ich da, ja. Mhm. Ja, aber sind die denn stärker als die anderen? Nee. Also doch ein paar. Also ein paar sind ja andere Gegner, die sind dann. Aber wenn alle 6 auf dich losgehen, dann will ich das mal sehen. Lalala. Da bin ich wieder. Du kannst auch, wenn er von dir weggeht, versuchen, dich natürlich an den Rand zu schleichen.
Wenn du von hinten Gegner angreifst, dann stunst du die auch und kannst dann auch eine Whistle. Aber es geht nur mit meinen normalen Dingern, ne? Oh, normalen was? Mit meinem normalen Kane-Angriff und nicht mit meiner Pistole. Nee, mit Pistole von hinten nicht mehr. Schade, dass meine Bullets jetzt schon so weit aufgebraucht sind. Das war irgendwie total kacke. Alles, was ich gemacht habe, war schlecht. Du hast immer zu spät geschossen auch. Du musst dann das Zeitfenster noch machen. Ja, sicher. Ah, guck! Ja, der hat deine Seelen gefressen. Ja. Wenn die, was? Wenn die Augen von dem Gegner leuchten, dann hat der die Seelen und wenn du die jetzt wieder, wenn du den getötet hast. Das ist ein geiler Effekt. Das ist ein geiler Effekt, wenn die Augen leuchten. Das ist toll, wirklich. Jetzt der beste Ding in Bloodborne. Das ist auch wieder dieses aggressive Verhalten. Scheiße, der kommt hier durch? Ja, okay. Der okay. Durch. Verfolgt er mich über einen langen Weg? Irgendwann nicht mehr. Aber du rennst dann auf jeden Fall den Gegner hin. Jetzt komm, hau ihn ran. Und lauf wieder weg. Ja, das wollte ich gar nicht. Nein! Du bist zu weit weg. Ich wollte gerade fragen, ist es theoretisch. Also regeneriert er sich? Nee. Also ich könnte theoretisch so lange warten, bis er weggeht, von hinten mich an. Oh nein. Mich hinten anstechen? Ja. Wenn du Lust drauf hast. Wenn du das den Zuschauern antun möchtest. Ganz im Ernst, ihr seid mir scheißegal. Ja, mittlerweile haben wir. Im Moment 22 Subscriber, wenn ihr irgendwann das hört, wenn wir dann 1 Million haben. Du musst näher ran werden. Ja, ich. Brauchst dich nicht, ne? Lass mich das doch mal erstmal irgendwie hier rauskriegen. Ja, ihr habt gut reden. Oh. Und jetzt, Mirage. Oh. Scheiße. Du musst halt schon, wenn er ausholt. Gut aus. Das könnte zu lachen. Ich hasse euch so sehr. Nein, ich meine das ernst. Ja, das ist ein mega Jinx, den los jetzt! Oh, schade. Wichser. Wenn du den mit dem Pistol-Attack tötest, dann Respekt, ja. Und hier hast du auch noch. Ich hab mich versucht, ich wollte ihn angreifen und hab mich einfach verdrückt. Ich hab Kreis gedrückt. Aber wenigstens hast du dich nicht verdrückt. Jo, ey! Ich würde nicht zu sehr in Richtung anderer Gegner laufen. Ja, ich. Jetzt! Ja! Ja, sauber! Ey. Und noch deine Seele bekommen. Jawohl! Guck mal, und 1000 hast du von ihm gekriegt. Jawohl! Okay, jetzt streiche ich mich nach oben, geh zur Lampe. Der hat noch was. 4 Stück, sehr gut. Lalala. Na, was wollt ihr denn? Haben die mich gesehen? Nein. Das war nicht schlecht. Ja. An den habe ich mich ganz lange erstmal nicht rangetraut, beim ersten Mal spielen. So. Tut mir leid, Zuschauer. Aber jetzt rüste ich mich einmal aus. Oder ich kaufe mir irgendwelche Updates. Also ist es so, dass ich dann da in dem. Also, dass ich mir jetzt auch meine Werte hochleveln kann? Noch nicht. Ach, das geht noch gar nicht. Nee, aufleveln kannst du noch gar nicht. Dafür brauchst du erst Insight. Und das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Mhm. Einsicht, aber ich fühle mich schon so geläutert. Ja, das ist eine richtige Einsicht. Ist das da der Laden? Ich weiß nicht mehr. Ja. Okay, alles klar. Ja, immerhin ist er so nah gelegen. Das ist witzig, dass das so ein Badetyp ist. Dachte ich. Wie kann ich denn die Pep. Ach, kann ich die ausrüsten? Ja. Die genau. Kieselsteine, was das ist? Aber brauche ich nicht. Molotov-Cocktails sind sehr wichtig. Das klingt gut für diese Gruppe an Viechern, die mich gleich erwartet. Da kauf doch die mal ein Stück. Was habe ich da oben? Schlüssel und so ein Scheiß? Key-Items. Ach, aha, oh. Vielleicht sollte ich mir mal Hosen kaufen. Was hast du denn momentan? Habe ich Hosen? Weiß ich nicht. Du hast die Sachen an, ja. Kann ich das vergleichen irgendwie mit. Das steht eigentlich, ich glaube, das hat genau die gleichen, wenn. Rechts bei den Stats von den Dingern werden. Jetzt hier, Dreieck kannst du drücken. Da kannst du deine Stats angucken. Ne, ich meine, wenn sich da was ändern würde, dann wären das blaue oder rote Zahlen. Ich glaube. Ja, tatsächlich. Ja, das ist genau das gleiche, was du hast. Soweit ich weiß. Das habe ich also schon an. Ja. Okay? Ja, vielleicht, ich denke. Also auf jeden Fall irgendwas, was gleiche Stats hat. Also eigentlich kann ich mir nur im Prinzip Waffen und Moment, kannst du jetzt kaufen. Momentan, ja. Ja, komm, dann hole ich mir die. Nochmal ein paar Bloodbites sind wichtig. Komm, noch Cocktails, ich gebe jetzt Eis auf den Karten. Ein paar Pebbles wären halt auch nicht schlecht. Kann ich damit Gegner anlocken? Genau. Ich habe ja schon mal halt, wenn wie vorhin jetzt halt diese Herde da herläuft, kannst du da dann einzelne halt raus. Unten bei den 6, da kannst du dann Items
Achso, okay. Die kannst du mit Stick unten, glaube ich, wechseln. Molchkopf, das kannst du auch reinhauen. Und so weiter. Ja. Ah, da kann ich mich wiederbeleben. Mhm. Ja, gut. Also, genau, wenn du jetzt unten auf dem Steuerkreuz drückst, kannst du da dann wechseln. Genau. Und wie setze ich die ein? Mit Viereck, glaube ich. Ja. Okay. Bin ich gut. Das ist nicht der richtige Headstone, oder? Doch, ich komme dann zu dem zurück, wo ich das letzte Mal war. Achso, ich kann. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, Leute, jetzt werde ich mich auf diesen Platz werfen. Aber der fette Sack ist jetzt für immer weg, ne? Nee. Er ist jetzt wieder da. Nur Bosse sind. Das sind kein. Das war ich dachte, das war ein Zwischenboss, okay. Nee, das war kein Bossgegner. Mm. Ja, schade. Bossgegner okay. Haben eine Boss-Lebensleiste, wie man es von anderen Spielen kennt. Okay, alles klar. Und epische Musik meistens. Es gibt halt. Ich fand die schon episch genug, aber. Also es gibt halt ein paar Gegner, aber keine epische Musik. Ich meine, es gibt halt ein paar Gegnertypen, die weg sind für immer auch, nachher noch. Mhm. Aber du weißt, welche es sind, denke ich mal. Das merkt man schon. Okay, dann jetzt geht's los. Jetzt gilt es. Aber die hier oben sind ja verschwunden. Hier waren ja vorhin auch welche. Nee. Hier waren zwei Stück doch gerade. Der erste war da. Wo denn? Schläft der? Da ist er. Hä? Die anderen, du meinst die anderen drei unten an der Leiter waren noch. Nee, ich meinte, okay, aber vielleicht, ja, dann war der das hier. Ich dachte. Komm, gehen wir nach links runter. Einfach auf den Platz stürzen? Ja. Ist das eine kluge Idee? Das ist eine super kluge Idee. Der einzige, der ist der Typ am Feuer. Der wärmt sich nur. Die Stadt ist sehr kalt. Aber kann ich verstehen, wenn man am Feuer ist. Hm. Okay, für die ist eigentlich R1 vollkommen ausreichend. Da bin ich schneller und kein Risiko. Ja, starken Attacken, die brauchst du nicht auch. Die sind eigentlich echt nur zum Grinden gedacht, ne? Turn back. Dann gib mir doch ein Item. Troll along, will ya? Die Synchro ist aber echt super, finde ich. Ja. Sehr atmosphärisch. Schön britisch. Das erinnert mich ein bisschen an Dishonored, die ganze Atmosphäre. Von der Stadt hier tatsächlich, ja. Und dann kaputt ist Dishonored. Ach, ich freue mich schon auf Dishonored 2. Ja. Ihr Wichser. Oh. Nicht getroffen. Kannst auch anlocken, ne? Ihr Wichser. Was? Lock an! Lock die Leute an. Mit R3. Ach so. Und dann kannst du natürlich ich auch. Ich hab jetzt anlocken verstanden im Sinne. Ah nein, ach so. Ja. Okay. Oh, Deutsch immer schwer. Nein! Der Hinweis, das Leben ist halb weg. Ja, ich hab's gesehen. Grüße. Die sind irgendwie stärker, oder? Ja, die mit den Fackeln sind ein bisschen. Kommt da noch was? Stimmt. Dein erster Forkermann. Scheiße. Sehr gut. Was wollt ihr? Ich brauch keine Cocktails. Wie dumm das war. Ich hätte so schön. So, jetzt komm her. Ja. Hey, hey. Das ist aber man merkt schon, langsam wirst du vorsichtiger. Wieso langsam? Ich werde vorsichtiger, ich habe das Gefühl, ich bin aggressiver geworden. Ja, ist auch gut so. Also du guckst auf jeden Fall mehr um Ecken als am Anfang. Bitte. Es ist die Nacht der Jagd. Okay, was wird hallo. Ich hab. Wann krieg ich neue Bullets? Die kannst du aufsammeln von mir haben oder halt laufen. Also wenn man den einmal quasi hat, dann kann er sich gar nicht mehr wehren, das ist ja witzig. Okay. Ja, zumindest der jetzt. Also, schläft der? Ist der schon tot? Oh. Der hat eine Kanone, von dem kriegst du dann jetzt zum Beispiel Silberbullets. Ganze drei, ja danke. Mehr gehört? Bist du undankbar hier oder was? Ja, ich will mehr haben. Ich will mehr. Ist das zu... kriegst du doch schon. Da oben war doch ein Item. Achso, ich dachte, das wäre so ein. Ich wollte da nachher hingehen, weil ich dachte, da wäre irgendwas krasses, aber es ist nur so ein kleiner. Achso, was krasses. Wo bin ich denn hier? Ich raste aus! Ich will ziemlich Leben wiederbekommen, das ist ärgerlich. Aber ich habe ja genug Blattweiß noch.
Gut, dass du Loch gesagt hast. Kann ich die kaputt hauen? Ja, ich würde da immer durchrollen, wie gesagt. Ne? Die Endurance von deiner Waffe ist wichtig. Aber ich bin zufrieden mit meiner Waffe bislang. Also, wenn man, glaube ich, einmal mit auf die klarkommt, ist alles gut. Ist das da? Das ist die besagte Plaza. Da ist ein, da brennt ein Lykanthrop im offenen Schiffhof. Das sind aber alles, also bin ich nicht auch ein Hunter? Sind das nicht eigentlich meine Kollegen? Das sind keine Hunter. Die Leute, wie du siehst, sind ja so ein bisschen Beastie. Ja. Weil die von dieser Seuche halt heimgesucht wurden. Ah, okay. Schön da rein. Alle, die draußen sind, hier sind halt entweder andere Hunter, das kann halt auch manchmal sein, aber eigentlich dann halt sonst irgendwelche missformten Leute von der. Ich wusste, dass da was kommt. So, jetzt gehen wir jetzt mal ganz strategisch an. Oh Gott. Gute Strategie. Ja, wollte ich auch sagen. Sehr, sehr gut. So, sind die ersten weg. Kommen da immer mehr? Nee. Aber da sind schon gut 20, okay, die überall verteilt sind. Alles klar. 15 oh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Komm, wir gucken mal, wie weit ich jetzt noch komme. Das war voll die Verschwendung, aber egal. Folge 3 ist ein bisschen extended jetzt. Sieht aus wie ein Mensch. Du hast die Leiche nicht durchsehen. Hatte die was? Oh. Ich gehe ganz entspannt. Vielleicht beenden wir die Folge doch. Oder? Dann, Ja, nehmen wir uns den Platz in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Alles klar. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts kommt. Nee, ich glaube erstmal bis das nächste. Okay, dann. Wenn du dich bewegst. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken. Vergesst nicht, like, comment. And subscribe. Genau. Wenn nicht für sowas, für was denn dann?